Das ist eure Gemeinschaftskasse. Wenn ich das aufmache, ist einfach Geld drin. Ich habe das in WGs nie gehabt, dass allen alles gehört. Ich habe dann immer so das Gefühl, vielleicht komme ich zu kurz. Ja. Kennst du das? Nö. Stellt euch mal vor, ihr müsstet eure ganze Kohle in einen großen Topf werfen und alle anderen dürfen sich daraus bedienen und sich irgendwas davon kaufen. Ich treffe heute Leute, die genau so leben und ich will rausfinden, warum sie sich das ausgesucht haben. Hi, Frank. Ben. Ich bin schon voll gespannt, wie das hier abläuft in der Kommune. Ich kann mir unter der Kommune auch noch nicht so viel vorstellen. Mhm. Und vor allem bin ich ja interessiert daran, wie ihr mit Geld umgeht, weil ich habe es ja richtig verstanden, dass ihr alle kein eigenes Geld habt, oder? Ja, genau. Zumindest nicht für sich alleine. Ja. Ja. Ja, vielleicht kannst du dich einfach mal ein bisschen hier rumführen, oder? Voll gerne. Ein paar von uns wohnen jetzt hier schon im Wohnhaus und das ist jetzt halt gerade der Stall, der ausgebaut wird. Wie viele Leute leben jetzt hier insgesamt schon? 4 Erwachsene, zwei Kinder und ein Baby. Ja. Und genau, dann kommen hier in den Stall nochmal 8 Zimmer. Also am Ende sind wir dann 14 Erwachsene. Wow, Bauwagen. Die Hühner kommen schon, das ist jetzt immer so mein schöner Moment. Genau, jetzt gibt's Frühstück. Das sieht wirklich idyllisch aus. Und hier in den Bauwägen, da wohnen aber auch Leute drin. In den Bauwägen, genau. Also die haben da quasi ihr Zimmer, aber die wohnen. Ja, die Küche und das Bad ist dann im Haus. Vielleicht können wir später mal in so einen Bauwagen reingucken. Ich weiß nicht genau, ob das cool ist für die, aber ich finde sowas immer mega schön. Ja, ich habe mir im Vorfeld so gedacht, was kann ich eigentlich unter bei so einer Kommune erwarten? Was stelle ich mir unter einer Kommune vor? Und dann kommen sofort so Bilder von so Alt-68er WGs irgendwie, weißt du, so, so freie Liebe mäßig. Ja. Was ist eine Kommune für euch? So, was bedeutet das für euch? Ich glaube, freie Liebe ist es für die wenigsten, für niemanden. Okay. Für uns ist es gemeinschaftliches Wohnen und unser Geld dabei teilen. Also das ist ja für mich ein spannender Faktor, einfach so, mit wem wäre ich bereit, mein Geld zu teilen? Ja, so. Die Hemmschwelle, sein Geld zu kollektivieren, ist schon relativ groß. Würde ich jetzt so von mir auch sagen. Genau, also wenn du sagst, so, du hast Bock auf Kommune, dann würdest du sagen, klar, komm rum, aber dein Geld ist dann unser Geld. Ja. Und dann wären, glaube ich, viele schon wieder draußen oder werden zumindest mal einen Schritt langsamer sein. Ich kann es mir noch nicht so richtig gut vorstellen, ob das was für mich wäre. Und ich bin einfach gespannt, so, wenn ich jetzt so ein bisschen mehr herausfinde, wie ihr das konkret macht, ob ich mir das tatsächlich auch vorstellen könnte oder ob das so für mich ganz abwegig ist. Und sag mal, Ben, was machen wir heute? Ja, wir wollen es heute warm haben, wenn wir reingehen. Und deswegen können wir mit Zora noch mit einer Mitbewohnerin zusammen Holz machen gehen. Und Zora wohnt wo? Zora wohnt direkt hinter dir in dem schönen Bauwagen hier bei uns im Garten. Ach, cool. Hi, ich bin Frank. Moin, Zora. Hi, darf ich mal kurz einen Blick reinwerfen? Na klar, kommt rein. Ach, das ist ja gemütlich. Ja, ne? Gemütlich, aber auch klein, ne? Ja, aber man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich dran? Ja. Damit wenig auszukommen. Und das Haus ist ja auch groß genug. Ja. Das gleicht das dann so ein bisschen. Das heißt, du schläfst hier und hast hier irgendwie deinen Kram, aber Klo und Küche und so benutzt du alles im Haus. Genau, ja. Die Gemeinschaftsräume, das Bad und die Küche. Das aber es ist schon ein bisschen mies, oder? Im Winter so zu wissen, ich muss jetzt noch aufs Klo. Draußen ist es saukalt, Schnee liegt und... Das ist mein erster Winter. Okay. Ich habe diese Erfahrung noch nicht gemacht. Ja. Mal gucken, wie das dann sein wird, ja. Hast du ein bisschen Schiss davor, wie das dann wird, oder? Ja, schon ein bisschen. Mal schauen. Aber ich liebe diesen Wagen einfach total. Es ist so mega gemütlich. Ja. Ich habe diesen Ofen mit dieser Scheibe drin und dann liege ich in meinem Bett und kann dem Feuer. Oh ja. So, du hast dich bereit erklärt, mit uns Holz zu zerkleinern. Auf jeden Fall. Genau, Essen gibt's, wenn der Stapel weg ist, würde ich sagen. Also morgen. Ich will die Schubkarre holen. So, wie bist du eigentlich hierher gekommen? Als junge Erwachsene bin ich in Berlin gestrandet. Da habe ich die ersten Erfahrungen gesammelt, mit vielen Menschen unter einem Dach zu wohnen, sich gemeinsam zu organisieren, den Alltag zusammen zu strukturieren. Und das hat mich total fasziniert und begeistert. Ja. Und als ich das da erlebt habe, wusste ich, das ist so, wie ich leben möchte. Gemacht. Ich habe für diese Reihe Was macht Geld mit uns auch einen Jungmillionär getroffen.
beste Branche. Kannst du das Leben nicht besser genießen, wenn du wüsstest, du müsstest dir über Geld keine Sorgen mehr machen? Freiheit ist für ihn, dass er auch mit dem Geld bestimmen kann, was er will und dass er das investieren kann, wo er möchte und dass er sich auch mal was gönnen kann. Kannst du damit so gar nichts anfangen? Doch, ich gönne mir auch was. Also ich würde sagen, wir gönnen uns hier alle Sachen. Irgendwie, ja. Ich gönne mir, weiß nicht, was gönne ich mir denn? Ach, ich gehe total gerne essen, so. Mhm. Das muss kein Fünf-Sterne-Restaurant sein. So. Also das kriegen wir von der Gesellschaft eingeimpft, das haben wir so internalisiert, das ist so in uns drin, dass das mein Geld ist, über das ich alleine verfügen darf und dass das diese ominöse Freiheit sozusagen ist, ja, die ich nicht unbedingt als Freiheit auch so empfinde, wo ich irgendwie mich viel freier fühle, wenn wir in der Gruppe sind und ich weiß, wir achten alle gemeinsam drauf und wenn ich immer weniger verdiene, kann ich aber meinen Lebensstandard halten, weil andere, die mehr verdienen, gar nicht so viel brauchen gerade. Aber dafür muss ich kein Millionär sein, um da glücklich zu werden irgendwie. Das ist eure Kasse. Das ist das gute Stück, unsere Bank. Okay, und das ist jetzt noch das, was ihr bis in den nächsten 2 Wochen verbrauchen dürft? Ja, das Lustige ist, das werde ich dir jetzt gar nicht sagen können so genau, weil immer wenn ich das aufmache, ist einfach Geld drin. Wo ich morgens zur Arbeit fahre, renne ich zur Kasse und mache sie auf und nehme mir ein bisschen Geld raus, dann steckst du mir ins Portemonnaie und trage aber vorher hier noch in unser Ausgabenbuch dann ein, so quasi wofür ich das Geld ausgegeben habe. Und das ist so, um so ein bisschen einen Überblick zu behalten. Und man sieht schon so, am meisten steht da einfach vor allem Alltag drin. Ne? Alltag, 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 Alltag. Und was bedeutet das? Und Alltag bedeutet einfach alle Ausgaben, die du so, also normale Durchschnittsausgaben, die du so unter der Woche hast, weil du dir ein Brötchen in der Bäckerei holst, deinen Einkauf machst für 50 Euro und mit der Tram oder im Bus fährst und dir noch einen Döner holst oder sowas. Ne? Das ist jetzt nur das, was so für den täglichen Bedarf irgendwie da ist. So, ne? Aber ihr habt ja noch ein Konto. Mhm. Habt ihr da auch euer ganzes Erspartes auf dieses Konto gebucht, oder? Nee, genau, das ist auf jeden Fall noch so ein Schritt. Also wir haben quasi gerade eine gemeinsame Alltagsökonomie. Mhm. Das heißt, alles, was wir im Alltag erwirtschaften an Geld, das fließt zusammen. Was wir Erspartes schon hatten oder geerbt haben oder erben, das ist da nicht mit dabei. Mhm. Das heißt, wir haben keine Vermögensökonomie. Das wäre sozusagen der nächste konsequente Schritt, ja. Auch das Vermögen zu vergemeinschaften. Gibt es überhaupt das Szenario, dass jemand aussteigt und was ist dann? Ja, wir sind ja hier in Deutschland, deswegen wird hier alles ordentlich aufgeschrieben, festgehalten, ja. Protokolliert und vertraglich geregelt. Also ihr habt so einen Vertrag auch, so einen Kommunenvertrag. Genau. Und was hast du da für dich festgeschrieben? Also ist das auch ein Geldbetrag oder ist das irgendwie ein... Das ist schon wieder so lange her. Ich habe auf jeden Fall stehen, dass ich Sachen habe, die ich mit einbringe, die jetzt so irgendwie aus der Familie kommen, so, die ich geerbt habe von meiner Oma und so. Dass ich die dann wieder mitnehmen möchte. Das ist ein Schrank, das ist ein Bild. Aber ich habe jetzt nicht reingeschrieben, dass ich irgendeinen Geldbetrag brauche, wenn ich rauskomme. Könnt ihr mal sagen, was ihr da so in die Kasse reingebt? Das sind 1,3 netto. Also, oder 1.200, 1.300, die dann immer weitergeleitet werden. Bei mir sind es so zwischen 700 und 800 Euro. Mhm. Darfst du dir so viel rausnehmen, wie du willst? Oder gibt es da so ein Limit? Es gibt ein Limit von 150 Euro. Mhm. Und alles, was darüber geht, soll per Mail erst an die anderen kommuniziert werden. Mhm. Wir haben gerade ein Thema. Ich weiß nicht, wie das jetzt... Also es gibt ein Thema bei einer größeren Anschaffung gerade, wo wir einfach noch Gesprächsbedarf haben. So. Wo es um ein Auto geht, was zusätzlich angeschafft werden soll. Und die Frage ist, können wir uns das leisten? Weil du gerade so rübergeguckt hast, ist es was, was du dir anschaffen willst? Oder? Mhm. Was ist das? Ein Bus, so einen ausgebauten Bus, um reisen zu können. Mhm. Genau. Also natürlich auch kollektiviert, damit alle aus der Gruppe den nutzen können. Ja. Aber so die Intention oder die Idee kam so von mir oder das Bedürfnis. Ja, dann musst du dafür kämpfen jetzt gerade. Ich muss nicht dafür kämpfen. Nein. Findest du das nicht so? Weil du ja musst ja irgendwie klar machen, warum. Muss das jetzt sein, dass es noch ein Auto dazu gibt, oder? Also es gibt auf jeden Fall Gesprächsbedarf, aber wir sind uns ziemlich wohlwollend. Okay. Und eigentlich ist ja auch die Idee bei der gemeinsamen Ökonomie, dass man Bedürfnisse der anderen Menschen nicht hinterfragt, sondern dass wir uns ermöglichen, dass wir uns unterstützen und ermöglichen, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Und natürlich muss man darüber sprechen, aber es ist okay, darüber zu sprechen. Mhm. Vielleicht unterstelle ich euch da sogar eher so ein
weil ich so von mir ausgehe, ich hatte da vielleicht so Neidgedanken dabei. Ich so, hey, wieso darf der sich jetzt das leisten? So, ich würde mir auch gerne ein neues Auto kaufen. Wir sind ja alle auch anders sozialisiert und das ist ja auch ein Prozess. Also das ist jetzt nicht so, dass wir alles komplett richtig machen und immer die Antwort kennen, sondern wir lernen die ganze Zeit dazu. Wir haben so eine grobe Vorstellung davon, wie wir leben wollen zusammen, wie wir wirtschaften wollen zusammen und versuchen das so in diesem Prozess herauszufinden, wie wir das in die Praxis umsetzen können, was so die Theorie dahinter ist. Mhm. Und gerade was so diese Frage von Neid angeht, das ist, glaube ich, einfach was in der... was so gesellschaftlich total verbreitet ist, aber wo ich finde, also ne, wo es immer gut ist zu gucken, was steht hinter diesem Neid eigentlich. Und wenn ich das jetzt mal kurz ausblende und ich gucke nur auf mich und konzentriere mich auf mich und ich stelle fest, eigentlich geht es mir voll gut, dann geht es mir auch noch gut, wenn der andere sich ein neues Auto kauft. Dann geht es mir nicht schlechter, weil der sich ein neues Auto kauft. So, so Zora, du wolltest mir noch was zeigen, ne? Genau, wir gehen jetzt in die Tofu-Manufaktur und schauen uns da den Raum an, den wir zukünftig umbauen zu einem Verarbeitungsraum und da dann Tofu herstellen. Und wir treffen uns jetzt gleich mit dem Architekten, mit dem besprechen wir so die nächsten Schritte, was dort getan werden muss in den nächsten Monaten. Oha, der fühlt sich auch total komisch an. Geht ja gut los. Also ich habe den Schlüssel noch nie benutzt, der wurde uns letztens erst in die Hand gedrückt. Ah, sehr gut. Das ist auch ein Schlüssel. Oh mein Gott. Wow. Krass, ich war hier schon richtig lange nicht mehr drin und ich dachte, dass der Raum leer sein wird. Das hier war mal eine Backstube? Genau, das war mal eine Backstube. Und wie sieht es dann später hier aus? Es wird hier einen Räucherofen geben, wo wir den Tofu räuchern. Und es wird einen Käsekessel geben, wo dann die Sojamilch erhitzt wird. Mhm. So ein bisschen vom Prinzip wie eine Käserei wird es aussehen. Mhm. Also wir sind zu zweit, wir werden darin arbeiten. Und dann das Geld, das wir damit erwirtschaften, dann in die gemeinsame Kasse tun, so wie die anderen das auch machen mit ihrem Einkommen. Wenn ich mir überlege, ich baue mir ein eigenes Business auf, dann ist für mich immer, also dann hätte ich vielleicht so ein bisschen weniger, Motivation, das aufzubauen, wenn ich wüsste, dass der Gewinn, der dadurch entsteht, sowieso wieder in die Gemeinschaft fließt. Ist das bei dir auch so? Nein, das ist bei mir nicht so, nein. Ich glaube, ich würde die Tofurei niemals machen, wenn ich nicht in der Kommune wäre. Mhm. Und wenn ich diesen Rückhalt und diese finanzielle Sicherheit und die zwischenmenschliche Sicherheit nicht hätte, würde ich das, glaube ich, hier gar nicht realisieren können. Weil ich dadurch, dass ich in der Kommune bin, auf so ein großes Netzwerk und auf so eine große Infrastruktur zurückgreifen kann. Ich komme hier rüber wie der letzte konservative, neoliberale Mensch. Aber das sind so Gedanken, die ich habe tatsächlich. Ich finde das total schön, dass ihr hier so in der Gemeinschaft lebt. Und das kann ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen. Wenn es jetzt eine Gemeinschaft wäre, die sagt, jeder gibt 200 Euro oder 300 Euro im Monat in eine Gemeinschaftskasse und davon kaufen wir einen Großteil der Sachen. Aber jeder hat immer noch so einen großen Anteil an seinem eigenen Einkommen, mit dem er machen kann, was er will. Dann wäre ich damit, glaube ich, fein. Das ist aber eben genau nicht der Gedanke, den ihr eigentlich habt. Ne? Weil das ja eben in letzter Konsequenz heißt, auch alles da reinzugeben. Und, ich glaube, dass ich dafür nicht bereit bin, aber es gibt mir auch so voll zu denken, warum nicht. Was ist eigentlich mit euch? Könntet ihr euch vorstellen, in der Kommune zu leben und euer Geld mit allen zu teilen? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Hier drüben findet ihr alle Filme aus der Reihe Was macht Geld mit uns? Und hier unten gibt es einen Film vom Y-Kollektiv. Die waren auch mal in der Kommune.